Und jetzt Marktcheck fragt Möller. Unser Thema heute: Strafzettel. Was tun, wenn man einen bekommt und sich zu Unrecht bestraft sieht oder gar der Fahrerflucht beschuldigt wird, obwohl man gar keinen Unfall bemerkt hat? Unser Experte weiß, was dann zu beachten ist. Schönen guten Abend, Herr Möller. Frau Wendemer, schönen guten Abend. Fahrerflucht ist eine Straftat. Und schneller als man denkt, kann man sowohl Täter als auch Opfer von Fahrerflucht werden. So ist Über es. Die unfreiwillige Täterschaft sprechen wir gleich noch. Vorher erstmal zu Ihrem Fall, denn Sie sind zum Opfer geworden, ne? Ja, in der Tat. Vor einigen Wochen, ich habe es erst am nächsten Tag bemerkt, hatte ich unten an der Beifahrertür hinten einen richtig dicken Schramm. Und ich war am Vorabend noch einkaufen auf einem Parkplatz, also im Supermarkt, und habe das erst bemerkt. Dann habe ich überlegt und habe gesagt, kann ich nicht beweisen. Habe also auch keine Strafanzeige gestellt und habe damit der Staatsanwaltschaft etwas Arbeit erspart, bei immerhin ca. 250.000 Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht jährlich. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Das ist ein Massendelikt. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich noch viel höher sein. Möglicherweise, ja. Vorfällen. Ja, jetzt fragt man sich, warum melden sich so viele nicht, wenn sie ein anderes Fahrzeug beschädigen? Dafür kommt doch die Haftpflicht auf. Aber dafür müsste man halt erstmal merken, dass man einen Schaden angerichtet hat. Und das scheint nicht immer der Fall zu sein. Anfang Dezember, Samstagmorgen um 7:30. Zusammen mit seiner Frau sitzt Hans-Georg Wiebelt aus Kaiserslautern gerade beim Frühstück, als er völlig unerwartet Besuch bekommt. Ja, es hat geklingelt, da stand die Polizei vor der Tür und hat gesagt, ob ich so PKW habe und ob ich gestern davor im Supermarkt, in dem Supermarkt gewesen wäre, ne? Und hab gesagt, ja, ich habe das und das Auto, das und der Typ. Und ich war im Edeka. Ja, aber ich nicht gemerkt habe, dass ich hätte ein anderes Auto wahrscheinlich touchiert, einen Schaden von 4.000 Euro verursacht und wäre einfach abgehauen. Also ich habe überhaupt nichts gemerkt, gar nichts. Der Vorwurf: Fahrerflucht. Auf diesem Supermarktparkplatz soll Hans-Georg Wiebelt mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug touchiert haben. Das hat ein Zeuge beobachtet. Wo und was genau passiert ist, das ist für Hans-Georg Wiebelt bis heute unklar. Denn er hört und spürt damals nichts von dem Unfall. Das Wetter in Böblingen. Wenn ich was gemerkt hätte, hätte ich auf jeden Fall sofort gestoppt oder so geparkt, dass die anderen Fahrzeuge vorbeikommen, und hätte die Polizei informiert. Auf jeden Fall. Was soll ich so? Das ist echter Quatsch, abzuhauen. Auf keinen Fall gibt es das bei mir. Trotzdem muss er seinen Führerschein sofort abgeben. Er nimmt sich einen Anwalt. Der bestätigt allerdings, auch ohne Personenschaden ist Führerscheinentzug das übliche Vorgehen bei Fahrerflucht. Wenn ein bedeutender Sachschaden im Raum steht, und hier liegt die Wertgrenze etwa bei 1.500 Euro und die ist sehr schnell erreicht, dann ist dieser Tatbestand des bedeutenden Sachschadens schon erfüllt und die Führerscheinentziehung ist dann fast zwingend. Man muss auch darauf achten, dass der berühmte Zettel an der Windschutzscheibe, dass das nie und nimmer ausreicht. Bei Hans-Georg Wiebels Fahrzeug ist zwar kaum etwas zu sehen, auch beim gegnerischen Fahrzeug sind es nur ein paar Kratzer. Trotzdem beträgt die Schadenssumme rund 4.000 Euro. Bei Fahrerflucht ist der Führerschein in der Regel mindestens 6 Monate weg. Und automatisch bekommt man ihn auch nicht wieder. Man muss etwa 6 Wochen vor Ablauf der Sperrfrist bei der Fahrerlaubnisbehörde einen entsprechenden Antrag stellen. Dazu gehört dann ein neues polizeiliches Führungszeugnis, Lichtbild auf jeden Fall, möglicherweise ein Rote Kreuzkurs. Und wenn die Entziehung in der Regel länger als 2 Jahre gedauert hat, dann besteht die Gefahr, dass man tatsächlich noch mal in die Fahrschule muss. In 3 Fällen sollte man gegen den Führerscheinentzug wegen Fahrerflucht auf jeden Fall vorgehen, meint der Anwalt. Also ich würde immer empfehlen, den Vorwurf überprüfen zu lassen, wenn zum einen zum Beispiel nicht feststeht, wer tatsächlich der Fahrer war, zum anderen die Höhe des Sachschadens nicht so ganz geklärt ist und die Frage der Bemerkbarkeit geprüft werden muss. Auch im Fall von Hans-Georg Wiebelt ist fraglich, ob er den Unfall tatsächlich bemerkt haben müsste. Der Anwalt lässt deshalb ein Gutachten erstellen. Und der Gutachter stellt fest, in diesem Fall waren nur Kunststoffteile betroffen, die erzeugen nur schleifende Geräusche. Und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Fahrer die hört. Nach dem Gutachten war klar, dass beim Herrn Wiebel die Vorwerfbarkeit, also der subjektive Vorsatz, fehlt. Ich habe dann das Gutachten bei der Staatsanwaltschaft eingereicht und die Staatsanwaltschaft hat an sich sehr zügig die Beschlagnahme aufgehoben. Der Vorwurf der Fahrerflucht lässt sich also nicht aufrechterhalten. Hans-Georg Wiebelt bekommt seinen Führerschein wieder zurück. Wahnsinn.
Da fehlt mir ein Stein vom Herzen, wirklich. Und es ist schon grausam, wenn man sowas erlebt, unbewusst. Fühle mich logischerweise nicht schuldig. Und was die Leute denken, die meisten kennen mich und die wissen, der Wiebelt macht es nicht. In Zukunft wird Hans-Georg Wiebelt noch aufmerksamer Auto fahren, denn so etwas möchte er nie wieder erleben. Verständlicherweise. Herr Möller, also Fahrerflucht setzt Vorsatz voraus. Aber wenn ich es nicht gemerkt habe, dann kann ich auch nicht vorsätzlich Fahrerflucht begangen haben. Richtig, dann sprechen die Juristen von einem Irrtum, Tatbestandsirrtum. Dann ist er erstmal weg. Viele machen das natürlich, indem sie sagen, wir haben nichts gehört, wir hatten gerade den Gurt angelegt oder die Kinder haben hinten im Auto geplärrt. Mhm. Und ein berühmter Kommentator, ehemaliger Bundesrichter, hat gesagt, er hätte in seinem Leben schon so viel unglaubwürdige Entschuldigung da gehört, das ging auf keine Kuhhaut. Aber im konkreten Fall kann es wirklich so sein. Und darum sagen eigentlich auch Verkehrsanwälte, man soll hier, wie in diesem Fall, noch einen Schritt vorher machen. Ja. Wenn die Polizei klingelt und auf einmal heißt es Unfallflucht und Schaden, dann sollte man, ich darf es mal salopp formulieren, die Schotten dicht machen. Dann sollte man höflich sagen, um was geht es? Jeder hat ein Recht, dass die Polizei ihm sagt, um was es geht. Mhm. Bin ich tatverdächtig? Auch das müssen Sie sagen. Und dann würde ich gar nichts mehr sagen. Selbst wenn die Polizei fragt, können wir nicht noch Ihren Wagen sehen, der in der Garage steht, muss ich auch nicht machen, sondern ich sollte um das Aktenzeichen bitten, mir das schriftlich geben lassen und sagen, alles Weitere erfahren Sie dann von meinem Anwalt. Mhm. Denn selbst mit so klaren Aussagen, weil man glaubt, man ist 100% nicht schuldig, kann man sich reinreiten. Ja. Also da sollte man sehr vorsichtig sein. Und wir sein. Reden hier über eine potenzielle Straftat. Wir haben ja gesehen, was das für Folgen haben kann. Sogar. Ja. Ja. Mhm. Wenn man nichts bemerkt hat, erstmal nicht zugeben. Aber anderer Fall, man hat es bemerkt, dass man jemanden touchiert hat. Man ist in Eile, aber der Anwalt hat eben angedeutet, dann darf ich nicht einen Zettel dran machen und sagen, hier ist mein Name, meine Mobilnummer, keine Ahnung, Kärtchen. Ich bin da gerade versehentlich dran gekommen, musste aber weiter. Das darf man nicht, Nein, oder? Nein, das geht nicht. Wichtig ist Folgendes. Man hat nach einer, das heißt ja unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, man hat immer eine Wartepflicht. Die schreibt das Gesetz vor. Mhm. Die kann unterschiedlich sein, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn ich die eingehalten habe, dann wird die Rechtsprechung etwas unterschiedlich. Die einen sagen, wenn ich diese Wartepflicht eingehalten habe und dann Zettel oder meine Visitenkarte mit Anschrift, mit Autonummer dranbringe, dann ist das sozusagen schon ein Teil dessen, dass ich mich erkennbar mache, dass der andere weiß, wer das ist. Aber die überwiegende Rechtsprechung sagt, nein, das reicht nicht. Da ist die Unfallflucht weiterhin gegeben. Es sei denn, und da kommt man dann raus, man hat die Wartepflicht eingehalten und ruft dann die Polizei an. Wenn ich das bei der Polizei gemeldet habe, bin ich raus aus diesem Straftatbestand. Kann ich auch direkt die Polizei rufen, weil ich vielleicht einen wichtigen Termin habe und sagen, okay, mir ist gerade das und das passiert, ja, nein, ich muss jetzt weiter? Nein, das geht nicht. Das sind keine Entschuldigungsgründe. Also es gibt ein paar wirklich ganz extreme, aber ein dringender Arbeitstermin ist kein Entschuldigungsgrund. Aber darum kann ich ja bei der Polizei anrufen, zeitnah, und dann bin ich erstmal von diesem Vorwurf frei. Und muss ich dann warten, bis die Polizei kommt auch wirklich? Das oder? Wird die Polizei mir am Telefon sagen, wie hoch ist der Schaden. Und wir haben ja gesehen, je höher der Schaden ist, desto mehr wird verurteilt, beziehungsweise schwerer wird verurteilt. Also das wird die Polizei mir dann sagen. Manchmal kommt sie überhaupt nicht. Okay, aber trotzdem, dann zählt einfach, ich habe es gemeldet, ja, und damit bin ich safe, ja, sozusagen. Aber es ist sehr aufwendig zu warten und die Polizei zu rufen. Gibt es da keine einfacheren Lösungen? Es werden zumindest einfache Lösungen überlegt. Wir haben ja gerade die Wartepflicht angesprochen. Sie haben schon gesagt, der Deutsche Verkehrsgerichtshof, der gerade im Januar war, hat da Vorschläge gemacht, hat gesagt, der Gesetzgeber sollte eigentlich eine bestimmte Wartepflicht ins Gesetz einschreiben. Wie lange muss man eigentlich genau warten, weiß, damit, ne, man das weiß und nicht diese Rechtsprechung ausgesetzt ist. 10 Minuten reichen nicht, eine halbe Stunde reichen. Und es gibt einen zweiten Punkt, der wichtig ist, den wir eben auch schon angesprochen haben, dass man eine zentrale Stelle einrichtet, wo man sich melden kann nach einem Unfall, dann ist man auch raus oder wäre auch raus. Das ist eine Überlegung des Gesetzgebers. Da muss man sehen, ob die durchkommt. Ist noch Zukunftsmusik. Ja. Aber danke auf jeden Fall für die Info. Oft passieren kleinere Rempler ja auch auf Supermarktparkplätzen oder anderen öffentlichen Parkplätzen. Und oft ist auch nicht ganz klar, welche Verkehrsregeln da überhaupt gegolten haben. Nach Feierabend noch schnell Besorgungen gemacht. Nun aber ab nach Hause. Auf so einem Supermarktparkplatz kommt man sich allerdings leicht mal in die Quere. Wer darf zuerst fahren? Gilt rechts vor links, wie sonst auch bei gleichberechtigten Straßen? Mit unserer Justitia sind wir in Mainz unterwegs. Auf dem Marktplatz fragen wir Passanten:
Gilt auf Parkplätzen die Regelung rechts vor links? Ich würde sagen, ja. Ist zwar schon etliche Jahre her, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, aber ich würde sagen, ja. Da würde ich Nein sagen, wenn ich mir so überlege, nein. Sondern so, wie die Leute sich arrangieren oder der Schnellste hat den Zug gemacht oder sowas. Ne? Die gilt. Sicher, wo keine Verkehrszeichen stehen, ne? Dann ist ja immer rechts vor links. Und da sparen wir an Verkehrszeichen. Wie geschätzt sich schon? Prinzipiell nein. Es sei denn, steht am Eingang vom Park, von der Parkfläche ein entsprechendes Hinweisschild. Auf öffentlichen Parkplätzen, jetzt beim Supermarkt oder so, gilt auch rechts vor links. Die Straßenverkehrsordnung sollte doch überall gelten, oder? Ja. Weil ich glaube, ein öffentlicher Parkplatz ist genau das Gleiche wie der Straßenverkehr auch. Ergebnis: In Mainz sagen 8 von 10 Passanten ja. Auf Parkplätzen gilt die Regelung rechts vor links. Hätte ich jetzt auch gesagt, finde ich plausibel. Herr Möller, gilt auf Parkplätzen auch rechts vor links, ja oder nein? Robin, ich habe schon ganz dicke Kugel. Ich befürchte es. Sie sagen nein? Nein. Okay, warum nicht? Ganz schlicht und einfach, weil der BGH in einer Grundsatzentscheidung entschieden hat, auf öffentlichen Parkplätzen gilt die Regel rechts vor links nicht. Und zwar mit der Begründung, das sind keine fließenden Straßen, die dem fließenden Verkehr dienen, sondern es sind Verkehrsflächen, die dazu da sind, Parkbuchten zu suchen, einzuparken, auszurangieren und die Fahrzeuge zu beladen und zu entladen. Die Strecke gilt ja nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Fußgänger. Das ist der entscheidende Unterschied, obwohl ich gerade am Samstag wieder erlebt habe, dass mir einer so richtig von rechts, aber mit Gas dahergekommen ist. Ja. Ich habe überlegt, soll ich jetzt vorfahren? Nicht. Also nicht, es gilt nicht, das muss man wissen, auf öffentlichen Parkplätzen gilt rechts vor links nicht. Obwohl die Straßenverkehrsordnung gilt, aber kein rechts vor links. Ja. Okay, aber was gilt denn dann, Herr Möller? Sie haben es gerade gesagt, es treffen sich zwei, das passiert ja. Wer soll denn dann jetzt zuerst fahren? Ja, ich könnte jetzt fragen, wissen Sie, was in der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung steht? Nee. Dann Aufmerksamkeit und Zurücknahme. Das heißt, mit Handzeichen sagen, wer das hat. Man muss sich verständigen da einfach. Das sagt die Rechtsprechung. Okay, das heißt, ich muss einfach gucken, wer zuerst da war, kann vielleicht zuerst fahren? Man könnte oder vielleicht so wie in Amerika machen, first come, first serve. Also gucken, wer kommt zuerst und der darf dann fahren. Hat sich bei uns aber so noch nicht eingebürgert, leider. Okay, und wie ist es auf Supermarktparkplätzen? Sind ja auch oft so Fahrtrichtungspfeile eingemalt. Und manchmal muss man einmal erst um den ganzen Block fahren, wenn man irgendwo hin will. Man kann aber auch die Abkürzung gegen die Pfeilrichtung nehmen. Ist es verboten? Gilt es dann wie so eine Einbahnstraße? Also oder? Mir ist kein Urteil bekannt, aber ich würde sagen, das ist einfach nur, um die Fahrtrichtung vorzugeben. Denn es bleibt eine Verkehrsfläche und keine Straße, die dem fließenden Verkehr dient. Haben Sie jetzt gerade hier erlaubt, dass man gegen die Fahrtrichtung in Parkhäusern fährt? Würde ich nicht machen. Sie würden es nicht machen, nein, aber es ist nicht verboten? Verboten wäre es sicherlich nicht. Okay, ganz kurz noch, Herr Möller, weil wir gerade beim Parken sind. Viele ärgern sich über parkende Autos, die da ewig stehen, gerade große Autos, Wochen, Monate lang. Darf man für immer irgendwo parken? Na, für immer sicherlich nicht, Frau Brennigmeier, aber Sie sprechen wirklich einen wunden Punkt an, ich kenne das. Wenn das Fahrzeug zugelassen ist und alles rechtens ist, darf der da so lange parken, wie er will? Auf der Straße? Auf der Straße, ja. Also nicht in privaten Parkplätzen? Ja, leider. Okay. Ja. Ah ja, gut, haben wir das auch geklärt. Ja, manchmal, muss man ja auch sagen, wird man geradezu dazu verführt, sich nicht an eine Verkehrsregel zu halten. Zum Beispiel an einer Ampel, die überhaupt nicht mehr grün wird. Jennifer möchte eine Freundin am anderen Ende der Stadt besuchen. Mit dem Fahrrad macht sie sich auf den Weg. Sie kommt an eine Kreuzung, die Ampel zeigt rot. Und sie bleibt rot. Und bleibt rot. Jennifer wartet und wartet etliche Minuten. Irgendwann reicht es ihr. Die Ampel ist wohl kaputt. Jennifer fährt los. Bei rot. Außer ihr ist sowieso niemand an der Kreuzung. Doch ein paar Tage später erhält Jennifer Post. 100 Euro Bußgeld soll sie zahlen, denn sie wurde bei ihrer Rotfahrt beobachtet. Jennifer ist sauer und zieht vor Gericht. Vor dem Amtsgericht scheitert sie. Erstens sei die Ampel nicht defekt gewesen und zweitens hätte sie ja vom Rad steigen und die Fußgängerampel benutzen können. Jennifer gibt nicht auf. Und das Oberlandesgericht gibt ihr recht. Wenn eine Ampel aufgrund eines Defekts dauerrot zeige, dann sei die Halteanordnung nichtig.
In diesem Fall sei die Ampel zwar nicht defekt gewesen, aber die Kontaktschleife im Straßenbelag, die den Umschaltvorgang der Ampel steuert, habe Jennifer mit ihrem Rad anscheinend nicht auslösen können. Das sei wie ein Defekt zu werten. Und man könne auch nicht verlangen, dass ein Radfahrer in solchen Fällen absteigen und zum Fußgänger werden muss. Jennifer freut sich über diesen Beschluss und radelt jetzt noch lieber. Herr Möller, wie ist das juristisch, wenn man an der Ampel steht und man hat das Gefühl, die wird und wird und wird nicht grün? Muss man dann warten, bis man schwarz wird? Und Frau Brennigmeier will Gas geben. Nein, muss man natürlich nicht. Sondern es ist so, die Rechtsprechung sagt, dann kann man sich ganz langsam in die Kreuzung vortasten. Mhm. Aber, das muss man auch wissen, man muss erheblich länger als 3 Minuten warten vor der roten Ampel, bevor man dann tatsächlich nach vorne vorfährt. Und das, was die Rechtsprechung gesagt hat, hier das Oberlandesgericht, das gilt nicht nur für Autofahrer, sondern es gilt auch für Fahrradfahrer, die sind auch Verkehrsteilnehmer, auch die dürfen dann langsam vorfahren. Sie müssen nicht, wie das Amtsgericht noch gesagt hat, ihr Fahrrad in die Hand nehmen und über den Fußgängerüberweg gehen. Das muss nicht sein. Aber eine genaue Grenze gibt es ja nicht. Also erheblich mehr als 3 Minuten gefühlte. Also das kann auch mal 5 Minuten, 6, 7 Minuten sein. Das kommt auch ein bisschen auf die Kreuzung und auf die Größe natürlich nicht. Also das muss man dann sehen. Okay, dann ein anderes Szenario. Es ist rot, nein, es ist noch nicht rot, es ist grün oder vielleicht auch schon gelb oder hellorange. Sie wissen, was ich meine, ich erwische die Ampel nicht so richtig. Vielleicht ganz kurz gesagt, selbst wenn ich noch Gas gebe vor einer dunkelgelben Ampel, kann es sein, dass da auch eine Geschwindigkeitsmessung drin ist in dem Blitzer. Und dann bin ich wegen Geschwindigkeitsüberschreitung dann das nur nebenbei. Aber es ist jetzt klar, wenn die Ampel 1 Sekunde rot zeigt und ich gebe noch Gas und bretter drüber, und da gefährde ich auch noch jemanden, dann habe ich sofort 1 Monat Fahrverbot neben 2 Punkten und 200 Euro und Bußgeld. Und unter einer Sekunde habe ich noch kein Fahrverbot, aber ein Bußgeld. So ist es. Das kann dann kommen. Man ist so, die Toleranzgrenze ist ein bisschen nach oben geschoben, wenn der Gesetzgeber... Ab einer Sekunde wird es in Anführungsstrichen gefährlich. Und darunter wird es etwas milder als bisher die Regelung. Okay, Herr Möller, danke schön. Haben Sie uns sehr gut aufgeklärt hier über ein bisschen Verkehrsrecht in Marktcheck. Ja, haben wir einiges gelernt, oder? Falls noch Fragen offen sind, online haben wir das alles auch schriftlich. Gilt rechts vor links auch auf öffentlichen Parkplätzen? Wann begeht man Fahrerflucht? Das steht da alles. Zur kompletten Sendung geht's übrigens hier. Und mehr Marktcheck-Videos bekommt ihr hier. Und wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu abonnieren, klickt einfach hier.